Hallo zusammen. Heute, wie Sie unschwer erkennen können, aus dem Signal Iduna Park in Dortmund. Wenn wir uns das letzte Jahrzehnt im deutschen Fußball anschauen, dann war vor allen Dingen ein Duell immer wieder herausragend. Und zwar das hier. BVB gegen Bayern. Das sind im Moment die dominierenden Teams in Deutschland. Die anderen tun sich schwer, da dauerhaft mitzuhalten. Wird schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Sie stehen, was die taktische Marschroute angeht, immer enorm tief, Buschi, auch heute wieder. Ja, es geht einfach eher ums Tore verhindern als ums Tore schießen. Das ist eine sehr, vorsichtig ausgedrückt, defensive Ausrichtung. Das Spiel kann beginnen. BVB gegen Bayern. Es ist alles gesagt, jetzt gilt's. Jetzt müssen beide zeigen, was sie wirklich drauf haben. Und so tritt der BVB heute also an. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So gehen es die Bayern also heute an. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszuhalten. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Und klasse durchgesetzt. Klasse Technik. Guerrero. Es gibt hier Einwurf. Dahoud. Das verspricht eine enge Partie zu werden heute. Ja, die Bayern müssen aufpassen. Selten genug. Toller Pass. Klasse gespielt. Der Ball. Die Bayern machen hier das erste Tor in dieser Partie. Dortmund muss reagieren. Ich bin sehr gespannt, was jetzt von der Borussia kommt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Die Münchner führen nach diesem Tor. Witzel. Diallo. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Jetzt Robben. Thomas Müller. Lewandowski. Und Javi Martinez. Müller. Thomas Müller ist ja nicht nur Torschütze, sondern gerne auch Vorbereiter. Ja, kann den Ball auch auf engem Raum behaupten und ja, wirklich dann perfekt für seine Mitspieler auflegen. Jadon Sancho. Witzel. Der Pass von Ribéry wird abgefangen. Müller.
Lewandowski. Jetzt Thomas Müller. Thomas Müller. Zurück zu Müller. Sehr gut aufgepasst. Guerrero. Jetzt Robben. Goretzka. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Guerrero. Dortmund über außen. Jetzt Marco Reus. Jetzt die Flanke. Reus. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Also ich möchte heute nicht in der Haut des Spielers stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, Tor Nummer 2 für den Holländer. Aber eben nur fast. Trotzdem ein sehr guter Auftritt von ihm bisher. Der ist drin in dieser Partie. Wie siehst du das Spiel kurz vor der Pause? Gefällt mir gut hier, alles sehr eng. Chance auf den Ausgleich. Da ist die Freude riesengroß bei den Dortmundern. Sie sind wieder da. Was für ein Tor und das gegen den großen Rivalen aus München. Da hat der Torwart nur hinterher geschaut. Aber zu halten gab es dann nichts. Ganz sicher nicht, Wolf. Hart und platziert geschossen. Kannst du nicht besser machen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Javi Martinez. Hummels. Mats Hummels ist für ihr Spiel extrem wichtig, Buschi. Warum? Na ja, zum einen hält er den Laden hinten zusammen, aber fast noch wichtiger ist die sehr, sehr kluge Spieleröffnung. Damit ist er oft an der Entstehung von Torchancen direkt beteiligt. Philipp. Dahoud. Wird das seine Torchance? Ashraf Hakimi. Und Reus. Gute Flanke. Süle klärt. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Jakob Brünn-Larsen. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt, wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1:1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Das Remis also zur Pause, das kann den Gastgeber nicht reichen. Heute offensiv nicht viel, deshalb auch keine Treffer zur Pause. Es kann weitergehen in dieser Partie. Der zweite Spielabschnitt beginnt. Wo es zwischen dem BVB und den Bayern unentschieden steht, alles offen. Über mangelnde Spannung können wir uns nicht beklagen. Kimmich. Die Bayern über die Seite jetzt. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und das ist der Ballverlust. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Lewandowski, Goretzka, nun Javi Martinez, Müller, jetzt Robben, er spielt den Pass zurück, Arjen Robben am Ball und er könnte jetzt abspielen. Und jetzt Lewandowski, ärgerlich, Ballverlust,
Entschlossen geklärt. Jadon Sancho. Achraf Hakimi. Super Einsatz. Er holt den Ball. Philipp. Da kommt der Schuss. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl. Technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Nun David Alaba. Goretzka. Javi Martinez. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Lewandowski. Ribéry. Müller. Goretzka. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Jadon Sancho. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Und jetzt Reus. Christian Pulisic. Da sind Mitspieler frei. Dahoud. Das ist einfach nicht gut genug. So werden sie kaum in Führung gehen können. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Jadon Sancho. Dahoud. Christian Pulisic. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Wird gleich einen Wechsel geben bei den Bayern. Müller jetzt auf außen. Abgeblockt. Marco Reus am Ball. Marco Reus ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen, Buschi. Ja, hat schon dank seiner super Schusstechnik. Goretzka! Souverän gemacht vom Torwart. Jadon Sancho. Jetzt könnte der Pass kommen. Dahoud. Reus zieht ab. Und die Ecke bringt Marco Reus ein. Marco Reus führt aus. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. David Alaba am Ball. Ribéry. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Hummels am Ball. Achraf Hakimi. Philipp. Die Schlussphase hier in die Reus.
Da hat der Torwart keine großen Probleme. Ein paar Worte zu Manuel Neuer. Auch jetzt hier im zweiten Durchgang haben sie etwas gegen ihn, ganz offensichtlich. Es ist sicher keine einfache Partie für ihn heute. Süle. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Vielleicht der letzte Angriff. Die Bayern wollen auch mehr als das Unentschieden. Alaba. Das macht er gut. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Könnte gefährlich werden. Da können sie erstmal klären. Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.